It's wonderful. Brilliant. It's brilliant. Fantastic. It's really catching. Of course we like it. Yes, that's why we're here. We love it. Musik bedeutet alles für mich. Die Musik bedeutet die Welt für mich und das Universum für mich. Wenn ich voll in Musik bin, dann erlebe ich wie in einem Film, in einem Rausch. Es hat mit der Realität dann nichts mehr zu tun. In der Musik steckt ja das ganze Leben, steckt auch die große Freude. Deswegen kauft man ja auch ein deutsches Orchester ein. Weil man uns abnimmt, dass wir das mit dem Lebensgefühl interpretieren, das bei den Komponisten vorgeherrscht hat. Von anderer Seite, wenn man steht nach einem gelungenen Auftritt und man hört diesen fantastischen Applaus nach dem Konzert und man sagt, wow, es hat sich gelohnt, diese ganze Zeit, die man investiert hat. Ein wahrlich außergewöhnliches Orchester. Das sind sie zweifelsohne. Seit 1946 sind die Symphoniker Bamberg und Bamberg die Symphoniker. Die Bamberger Symphoniker eben. Etwa 120 Musiker umfasst das Symphonieorchester, das mit seinem charakteristisch dunklen, runden und strahlenden Klang sein Publikum zu Hause, im Inland, aber auch im Ausland begeistert. Mehr noch. Fasziniert. Wir sind ein Reiseorchester. USA ist eines der Hauptmärkte für klassische Musik und wollten jetzt eben auch wieder mal andere Städte in den USA besuchen. Diesen Markt neu aufmischen, so ein bisschen auch. Es ist die erste Tour durch Amerika seit 2012. 9 Städte von der Ostküste über Florida an die Westküste. In den renommiertesten Konzerthäusern, die das Land zu bieten hat. Auch wenn sie als eines der reisefreudigsten Symphonieorchester Deutschlands gelten, ist jede Tournee, egal ob in Japan, Südamerika, Frankreich oder eben den USA, Höchstleistung. Das funktioniert im Grunde vom Großen ins Kleine. Also zuerst sind die Eckpunkte bestimmt. Wir besprechen mit unserer Agentur in New York, welche Programme werden an welchem Ort gespielt. Daraus leitet sich ab, wann müssen wir an den Orten sein. Daraus leiten sich Reiseverbindungen ab. 3 Jahre haben die Verantwortlichen im Hintergrund an der USA-Tournee gefeilt, um den Ablauf so reibungslos wie möglich zu gestalten. Immerhin reisen 120 Mann. Musiker, Dirigent, Intendant, Organisatoren. Auch ein Arzt ist rund um die Uhr dabei. Natürlich kann man sagen, das ist aber schon Luxus, dass die Bamberger Symphoniker sich da jetzt einen Arzt mitnehmen. Gibt es doch in Amerika auch und die sprechen frei alle Englisch. Aber allein die Beruhigung, dass man jemand dabei hat, den man kennt, dem man vertraut und der einem auf die Schnelle hilft, hilft, diese kleinen Probleme schnell abzufedern. Ja, im Grunde kann ich alles mitnehmen. Ein bisschen problematisch ist halt mit Scheren und mit Flüssigkeiten. Aber ich will für alles was dabei haben. Ich muss für alles was dabei haben, für alle Notfälle. An Notfälle möchte heute natürlich niemand denken. Stattdessen geht es für alle Beteiligten 4 Wochen vor Abreise ins Konsulat nach Frankfurt. Reiseanträge stellen. Amerika ist schon einige Jahre her. Es ist ein wichtiges Pflaster, um als international tätiges Orchester dort präsent zu sein. Es ist schon immer noch was Besonderes, muss man sagen. Also so oft fährt man ja nicht nach Amerika. Natürlich die Carnegie Hall, das ist eine von den bekanntesten Hallen in der Welt. Und das ist natürlich unglaublich, dass wir dürfen da spielen. Der erste Schritt ist insofern geschafft, als dass wir jetzt die Visa-Formalitäten erledigt haben. Wenn man dann erstmal im Warmen war, hat ja alles relativ zügig geklappt. Aber ja, gut, der Amtsschimmel wiehert halt lauthals. Aber da drin sitzen auch bloß Menschen, die ihren Job tun. Die waren relativ entspannt. Ja. Neben dem rein technischen, also sprich, wann gehen die Flüge, sind die Busse dahin organisiert, sind die Instrumente bestellt, die Cargo-Abläufe. Neben all dem ist es, meine ich, sehr wichtig im Auge zu behalten, ist
so eine Reiseplanung auch für den einzelnen Musiker, für das Orchester leistbar, umsetzbar. Weil es geht ja nicht nur darum, jetzt auf einem Zettel Stationen anzukreuzen und den schnellsten Weg von A nach B zu finden, sondern es geht darum, Reisebedingungen zu schaffen, die es den Musikern am Ende ermöglichen, auf der Bühne wirklich Bestleistung zu bringen. Wir proben, wir haben auch Konzerte, jetzt am Wochenende. Beide Programme, die wir nach Amerika mitnehmen, werden einmal hier in Bamberg präsentiert. Das ist Tradition. Für die Bamberger Symphoniker war das immer eine wichtige Reise. Und ich hoffe, dass alle Menschen, die die Symphoniker dort hören, das genießen. Die Kultur Europas wird dahin getragen. Also ich bin total begeistert von den Bamberger Symphonikern und ich kann sie jedem nur weiterempfehlen. Es ist jedes Mal ein Erlebnis. Auf jeden Fall. Also gerade deswegen sind wir ja hier, dass die Kleine einfach schon mal ein bisschen einen guten Musikgeschmack abbekommt. Ich beneide die USA. Ich finde es auch wichtig, dass das Bamberger Publikum sieht, was wir dann im Ausland präsentieren. Also dass der Bamberger zuerst das Konzert kriegt, was dann der New Yorker 3-4 Tage später bekommt. Unmittelbar nach der Generalprobe vor heimischem Publikum geht es für einen Teil der Symphoniker, nämlich die Instrumente, bereits los. Sie treten 2 Tage vor ihren Besitzern die große Reise an. Und natürlich gelten auch hier strikte Vorschriften. Wir überprüfen die, geben unser Go, durch dem, dass wir das Ganze abstempeln. Das heißt, ohne ihr Go, ohne ihren Stempel läuft hier nichts? Nein, geht nichts. Ohne Stempel geht nichts. Also Sie sind ein sehr wichtiger Mann hier. Ja, der Wichtigste. Und was eigentlich noch viel wichtiger ist, die Ware muss dabei sein, weil sonst können ja die Musiker nicht spielen. Und da darf halt nichts fehlen. Da darf auch die Schuhe nicht fehlen. Frack sowieso. Es gibt das Washingtoner Artenschutzabkommen. Jetzt sagen Sie, was soll das? Wir haben ja keine Nashörner an Bord. Aber natürlich haben diese Instrumente Elfenbein oder Ebenholz, solche Sachen, die da seit 200 Jahren an so einer Geige dran sind, jetzt aber auf der Liste der geschützten Güter sind. Das muss alles deklariert werden, fotografiert, dokumentiert, beim Zoll eingereicht und so weiter und so fort. Also es ist schon ein Riesenaufwand. Und es ist nicht schwer, sich von seinem Instrument zu trennen? Es ist schon schwer, aber ich treffe ihn wieder, ich glaube am 15., wo wir kommen, wird es da mir im Hotel geliefert. Ja, sicherlich ist es ein bisschen ein komisches Gefühl zu wissen, dass das Ding jetzt erstmal eingepackt wird und verstaut. Aber die Vorfreude ist riesengroß und deswegen ist es ein schönes Gefühl. Und soweit, also von den Sachen hier alles gepackt? Würde ich jetzt lügen, wenn ich ja sage, aber so das Wichtigste habe ich schon mal zusammengesucht. Ich hasse Backen. Ich hasse Backen. Und was muss unbedingt mit, außer das Instrument? iPhone. Man muss ja ganz viele Fotos machen für zu Hause und ja, irgendwie, man will ja alle Lieben an der Reise teilhaben lassen. Insofern ist das auf jeden Fall das wichtigste Item. Guten Morgen. Braucht da jemand Reisepläne? Reisepläne. Reisepläne. Ja. Unser Orchestervorstand ist wieder seit Wochen bestens präpariert. Ja, weißt du, wo sie Urlaub? Wir haben die letzten organisatorischen Feinjustierungen gestern Abend noch vorgenommen mit den Amerikanern. Und ja, jetzt sind wir richtig frisch und munter und freuen uns auf die Reise. Start! Ja, absolut. Jetzt geht's los. Wenn Sie den Dienstplan nicht gegeben hätten, hätte ich gar nicht gewusst, wo es hingeht. Ja, darf ich Ihnen kurz vortragen? USA. Danke. Ja, das ist. Ja. Ich habe gestern mal zusammengerechnet, wir sind tatsächlich rund 25.000 Kilometer jetzt unterwegs. Also von Bamberg angefangen über Frankfurt, New York, dann runter nach Florida, dann Kalifornien wieder zurück. 25.000 Kilometer. 120 Personen. Was haben wir, 5 Tonnen Fracht, 50 Kubikmeter, ja, das ist viel. Aber ich glaube, es wird sehr schön, wir freuen uns sehr. Du hast genau das richtige T-Shirt. Ja, extra für New York, weil wir kommen ja jetzt dahin und ich freue mich schon, oder wir freuen uns, ich weiß nicht, ob sich die anderen freuen. Ich freue mich auf tolle Säle, auf einfach Konzerterfahrungen. Und auf Amerika insgesamt. Ich war noch nie dort. Sie haben hier Ihre Kinder dabei. Ist es denn schwierig, die jetzt alleine zu machen? Sehr schwierig, sehr schwierig. Also für 2 Wochen ist ja schon eine sehr lange Reise. Ne? Ja. Genau, die gucken auch schon ganz traurig. Nur ein bisschen, ja. Aber 2 Wochen trotzdem, die gehen schnell vorbei. Ne? Und wir kommunizieren nun über Skype in der Zeit. Und das passt jeden Tag. Und das geht dann irgendwie. Ne? Wirst du deinen Papa vermissen? Ja.
9,5 Stunden später, Ankunft in New York. Und endlich dürfen die Musiker auch ihre geliebten Schätze wieder in Empfang nehmen. Euphorie macht sich breit. So, die Nacht ist gerettet mit dem Instrument. Das Instrument ist zum Glück in einwandfreiem Zustand wieder aus der Kiste rausgekommen und es ist kein Schaden eingetreten. Da ist man doch immer ein bisschen in Sorge, ob das unterwegs alles gut gehandelt wird. Tag 1 in New York beginnt für das Orchester entspannt. Es ist der einzig freie Tag in der Stadt. Den verbringen die Musiker damit, sich zu akklimatisieren und den Big Apple zu erkunden. Wir sind hier auf der Brooklyn Bridge in New York. Besser geht's nicht, das Wetter sieht man ja ganz herrlich. Heute ist der erste freie Tag und den muss man natürlich genießen und wir sind alle früh losgestartet, damit man so viel wie möglich erleben kann. Es ist fast wie im Urlaub, aber Betonung auf fast. Es ist eine Dienstreise und man sollte dann schon auch ausgeruht sein, um seinen Dienst ordentlich und mit größter Verantwortung zu tätigen. Kein Mensch ist drauf. Es war ein Moment, wo keiner. Sag mal, ja. Stimmt. Deswegen habe ich schon lange gebraucht. Wir sind ja zum Arbeiten hier und nicht zum Shoppen oder Urlaub machen, ne? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe gestern abends zu meinen Kollegen und zu meiner Frau gesagt, zum Glück ist morgen Arbeit. Warum denn das? Na, weil es schweineteuer hier ist. Das ist ja der Wahnsinn. Ich dachte immer, Luzern ist teuer. Aber New York, das zieht ja noch mal mehr die Schuhe auf. Essen machen wir hier eine Theaterbühne, kein Konzertsaal, wo die Bühnenteile vorgegeben sind. Hier ist anders als bei uns in Deutschland, dass die Podeste nicht 1 auf 2 Meter sind, sondern 1,20 Meter auf 2,40 Meter. Das heißt, ich muss die Konstruktion hier anders bauen lassen, weil sonst die einzelnen Instrumentengruppen zu weit auseinander wären, wenn wir so bauen würden wie bei uns in Deutschland. So, jetzt muss ich mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, passt. Was macht ihr jetzt gerade hier? Wir tun die Instrumente so verteilen, dass wir sie nachher hier auf der Bühne aufbauen können. Die Kleiderkisten in die Räume runter zum Umziehen und so weiter. Und die Kommunikation klappt auch? Das klappt. Wunderbar. Die wichtigste Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass das Orchester an jedem Ort zufrieden ist, egal wo. Ich sorge zum einen dafür, dass die Leute vor Ort wissen, was das Orchester braucht, welche Möglichkeiten sie haben und auch was wir von ihnen brauchen. In nur 2 Stunden muss alles fertig sein. Die Bühne stehen, Stühle, Notenständer, Noten, alles hat seinen festgelegten Platz. Dann drängen bereits die Musiker in den Saal, um sich einzuspielen. Für den Laien ein ganz schönes Durcheinander. Man hatte ja die Möglichkeit, gestern im Hotel das Instrument schon entgegenzunehmen. Das heißt, man hatte gestern ein paar Minuten und ich habe zu Hause natürlich auf meinem Instrument auch das, was ich zu Hause habe, noch geübt. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich 2 Tage mein Cello nicht gehabt. Das ist gerade noch verkraftbar. Aber sonst wird es kritisch, oder was? Sonst ist es einfach unangenehm. Ja. Also man braucht, es geht schon relativ schnell wieder, aber es ist einfach ein unangenehmes Gefühl, wenn man das Instrument tagelang nicht in der Hand hatte.
Also man freut sich einfach nach der Reise und dem längeren Aufenthalt ohne Instrument so sehr auf sein Instrument, dass man das, also ich kann das sehr gut ausblenden, aber natürlich ist es schon eine Herausforderung. Ich habe dann gestern auch im Hotelzimmer ein bisschen gespielt, also nur Sightseeing geht nicht auf einer Tournee und das klappt dann schon. Also man ist ja sowieso in Form noch von zu Hause, das ist nicht so lang her und jetzt spielt man sich in Ruhe ein und das wird schön. Ich freue mich schon sehr aufs Konzert und auf die Probe jetzt. Auf der Bühne ist es tatsächlich so, wenn alle spielen und alle durcheinander spielen, hört man sich selber fast gar nicht. Und gerade die bisschen leiseren Instrumente, jetzt Streichinstrumente gegenüber den Posaunen oder Trompeten, haben da einfach einen deutlichen Nachteil. Und man, wenn man sich selber nicht hört, dann bräuchte man auch nicht üben. Also es geht ja gerade darum, ein paar Töne nur für sich zu haben und ein bisschen den, am Klang und an der Intonation zu basteln. Man hat verschiedene Ohren, man hört sich selber und man muss auch die anderen hören und das Gesamtbild auch. Das ist ein Hörerlebnis, die man eintrainiert, sagen wir so. Also es ist ganz notwendig, dass man sich alleine hört und anderen auch. Ganz wichtig. Und auch Augen auf Dirigent. Willkommen in... Kann man da was hin tun? Willkommen in Amerika. Ischenbach kam auf die Bühne, stellt sich auf Podest und merkt, dass das wackelt. Weil wir selber haben uns nicht draufgestellt, um das zu prüfen. Dann ist mein Kollege, der Thomas, gleich losgeflitzt und hat die Bierfilz geholt, weil wir die immer dabei haben. So, wir fangen erst mit Mahler an. Sind gut gelaufen. Und das bedeutet, jetzt muss sich jeder in Schale werfen. Noch einmal in sich gehen, volle Konzentration. In weniger als 30 Minuten treten die Bamberger Symphoniker erstmals auf dieser Reise vor amerikanisches Publikum. Der Augenblick des Konzerts gibt den Rahmen ab, etwas zu tun, wo man sich vollständig wiederfindet. Ich habe bestimmte Sinfonien 50 Mal gespielt. Aber es gibt immer wieder was Neues zu entdecken, weil die so vielschichtig ist. Das ist ja das Interessante. Die alte Musik, die existiert ja schon Jahrhunderte und immer noch so interessant und Neues zu entdecken, auch für Dirigenten. Jeder bringt wieder was Neues, einen neuen Aspekt rein und das ist das Interessante einfach. Es ist die Vielseitigkeit, die Tiefe. Die Emotion, die Kraft der Musik, die auch Christoph Eschenbach immer wieder aufs Neue fasziniert. Der gebürtige Breslauer gilt als Maestro der Orchestermusik. Ihn als Dirigenten zu gewinnen, gleicht einem Ritterschlag. Mit den Bamberger Symphonikern verbindet Eschenbach eine über 50 Jahre alte Freundschaft mit mehr als 150 gemeinsamen Konzerten weltweit. Mehr noch, 2016 ernennt ihn das Orchester zum Ehrendirigenten. Christoph Eschenbach hat eine unglaublich feine, aber auch spontane Art zu musizieren. Er ist ein ganz gereifter Musiker, der vom Klavier kommt, aber unglaublich starker Dirigent ist. Wir spielen sehr, sehr gerne mit ihm, muss ich sagen. Also gerade das Repertoire, was er jetzt dann mit uns macht auf der Reise, ist wirklich ihm auf den Leib geschrieben. Ich mag ihn wahnsinnig, weil der ist ein leidenschaftlicher und ein super Musiker. Da kommt einfach wahnsinnig viel rüber. Er macht es mehr vom Herz aus. Er ist ein Mensch, der fasziniert, der Menschen begeistern kann, der auch Musiker spüren lässt, dass er auch ein Musiker ist, dass sie sich fast ohne Worte verständigen können. Und das ist das, was auch unser Orchester sehr an ihm liebt. Dieses Gefühl zu vermitteln, ist
sehr, sehr wichtig für einen Dirigenten, der eben mit Menschen zu tun hat. Es ist eine sehr menschliche Angelegenheit, auf die man sich da einlässt. The conductor was wonderful. Der Dirigent war echt wunderbar. Er hat das Beste aus dem Orchester rausgeholt. Das war wirklich besonders. Eschenbach ist einfach einer der Besten. Dieses Orchester spielt in der Oberliga mit. Top Gun of Players. Wie fasst man ein Orchester an, diese 100 Mann, die vor einem sitzen? Man muss auf den Punkt alles bringen, sofort. Und dann reagiert das Orchester und dann kommt ein Erfolgserlebnis durch die Korrektur. Und das muss vonstatten gehen. Aber das ist ein langer Lernprozess. Jede Note, jede Phrase kann verschieden interpretiert werden. Und wenn ein Dirigent gut ist, dann schafft er es, innerhalb von 2 Tagen sein Empfinden dieser Musik dem Orchester so zu vermitteln, dass sie das alle gleich empfinden, so wie er es sich vorstellt. Und sogar mitempfinden. Ja, so müsste es eigentlich wirklich klingen. The energy that he has when he conducts. Wenn er anfängt zu dirigieren, dann setzt er eine gewisse Energie frei. Aber bevor er anfängt, ist er sehr vorsichtig. Er setzt erstmal seine Brille auf, bewegt sich langsam. Aber dann, wenn er loslegt, wird es lebendig. Mehr noch, elektrisierend. Suddenly it's alive. It's not just alive, but there's this electricity. Wir überlegen bei jeder Tournee, wie möchten wir beim Berger Symphoniker dort auftauchen, mit welchem Programm. In welcher Konstellation, mit welchem Dirigenten, wie präsentieren wir uns? Und jetzt haben wir eine Tournee, Bamberger Symphoniker, die auch den Fokus hat, das deutsche Traditionsorchester kommt nach Amerika. Christoph Eschenbach, deutscher alter Traditionsdirigent, Beethoven, Mahler, Mendelssohn. Also sehr, sehr, sehr konservativ, traditionell, natürlich mit der Wertigkeit. Aber wir haben gesagt, als kleinen Gegenpol brauchen wir einen jungen Solisten. Und zwar jemand, der dort auch bekannt ist. Und das Ray Chen, einer der sofort auf der Liste war. Der muss so ein bisschen Pfeffer da mit rein. Something like that. Ray Chen ist unser Sahnehäubchen, unsere Pfefferprise in der Suppe. Hello everyone in Germany. Hi, it's me, Ray Chen. No, just kidding. Cut. Cut. Hi everyone. I'm violinist Ray Chen, and just a big hello from here in the U.S. back home to Germany. We are having a great time on this tour. Also Ray ist auch einer meiner Küken, sozusagen. Ist jetzt ein großer Geiger, nicht? Ihn habe ich vor Jahren kennengelernt, als er mir vorspielte zum ersten Mal in Los Angeles. Und habe schon gleich gemerkt, was sehr Besonderes. If we're talking about the beginning of the Bruch Violin Concerto, I mean, it's this kind of mysterious. Wenn wir beispielsweise über den Anfang des Violinkonzertes von Bruch sprechen, dann fühlt es sich mysteriös an. Es fühlt sich an, als würde sich der Nebel im Wind verziehen. Wenn du das spielst. Du spürst förmlich diese Atmosphäre. Und er hat das selbst entwickelt und ich habe ihn immer wieder angehört und ihm immer wieder Ratschläge gegeben und dann seit ein paar Jahren immer wieder mit ihm Konzerte gegeben. Ray Chen war einfach erstaunlich. Wie kann er so lange Stücke ohne Noten spielen? Er ist fantastisch. Die Dynamik zwischen dem Violinisten und dem Dirigenten war fantastisch. Mein Höhepunkt war, sein Solo zu hören. Das war so schön. Er schafft es, die Aufmerksamkeit der jungen Leute zu erregen. Normalerweise ist das nicht so. Er spielt so gut, dass er es wirklich hinbekommt, dass sich junge Menschen für klassische Musik interessieren. Ich mag die Art und Weise, wie er spielt. Wenn man bedenkt, wie alt er ist, ist das echt erstaunlich. Mir hat es echt gut gefallen. Einmalig. Dynamisch. Fantastisch.
Attribute, die nur den Besten zugesprochen werden. Die Bamberger Symphoniker zählen ohne jeden Zweifel zu den Besten. Nicht zuletzt, weil hinter ihrem Erfolg neben Ausdauer, Fleiß und Disziplin vor allem stundenlanges Üben steckt. Ohne würde selbst bei einem Profi nichts funktionieren. Klar, man wird unflexibel in den Lippen. Zunge, das Ganze, das ist die Feinstimmung, also was ein Oboist vielleicht macht, um an seinem Röhrchen zu feilen, das müssen wir gleich hier mit der Atmung und alles in einem machen. Wie wichtig sind dir diese Mundstücke? Naja, die machen ungefähr 30% von meinem Beruf aus. Also die sind, mit denen steht und fällt die Laune, muss man leider so sagen. Also wenn es gut funktioniert, dann ist das Selbstbewusstsein wesentlich größer. Das ist zum Beispiel ein Stück, da glaube ich einfach, dass die Holzqualität wirklich, wirklich sehr gut ist. Man sieht es, weil das glänzt auch und so, das ist sehr glatt, das Holz, das sieht einfach gut aus. Die Farbe ist so goldgelb, das sind so die Parameter, auf die wir achten. Also ich will nicht irgendwie jetzt morgens dann den ersten Ton da reinspielen und möglichst mit Kraft da irgendwas erzeugen, sondern mach das gleich genau, um zu gucken, auch ob das Material schwingt. I practice as much as is necessary. I mean, it can be 4, 5, 6, 7, 8 hours, because it's something important, just to keep the fingers moving, you know, this is something that... Übung macht den Meister. Das können 4, 5, 6, 7, 8 Stunden sein. Einfach nur, damit sich die Finger bewegen. Die Muskeln speichern die Bewegungen ab. Und wenn du nur mal kurz nicht übst, verlierst du die Erinnerung. Ich stelle es mir immer so vor, wenn du versuchst, Sand oder Wasser in deinen Händen zu halten. Jeder Tag, an dem du nicht übst, sickern die Erinnerungen durch die Finger. Aber wenn du deine Hand fest und angespannt hältst, ist das quasi die Disziplin, die die Erinnerung hält. Wenn du diszipliniert bist, dann musst du nicht nachfüllen. Das meiste bleibt da. Das heißt, mit Disziplin lässt deine Leistung auch nicht nach. Üben ist das eine, um gut zu sein und um gut zu bleiben. Das andere ist, sich mental frei zu machen, fit zu sein. Auch das geschieht mit Ausdauer, Fleiß und Disziplin, dem täglichen Sportprogramm. Sport und Musik, wie passt das zusammen? Also für Sport brauchst du mentale Stärke, zur Musik musst du auch mental stark sein. Und durch Sport kriegst du das, weil du musst ja deinen Körper fordern, setzt dir Ziele. Und vor dem Ziel gibst du ja nicht auf. Und das ist für mich irgendwie ja, der erste Grundsatz. Und dann musst du zur Musik auch, also gerade als Blechbläser, physisch einfach leistungsstark sein. Sie sehen ja nicht nur die Musiker trainieren, auch hier unser Orchesterdirektor ist schon unterwegs. Na, ich glaube, das ist schon einfach wichtig, einen gewissen Ausgleich zu kriegen. Denn wenn wir unterwegs sind und in Flugzeugen, Bussen, Konzerte, es ist eine überwiegend sitzende Tätigkeit. Und da ist es, glaube ich, wichtig, einfach ein bisschen körperlichen Ausgleich zu haben, um das durchzustehen. Ich finde es auch ganz toll, dass das Management das ermöglicht hat, dass wir mal wieder dahin kommen in die Carnegie Hall. Und dann ist es natürlich wieder toll, dass man mal nach Amerika fährt, nicht nur mit 3 Konzerten in New York, sondern wirklich auch mal mehr vom Land erlebt. Ich finde es auch toll, dass das Management hier sich so einen Tonangler irgendwie... Ja, ich finde das auch großartig, muss ich sagen. Also das zeigt auch nochmal irgendwie die vielfältigen Qualitäten, die man braucht für diesen Job. Allerdings wackel ich hier ziemlich rum. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das wirklich jemals brauchen können, was wir hier gemacht haben. Aber ja, wir tun immer unser Bestes. Klar. Grenzerfahrung, wie ich sage. Genau. Es geht immer ans Limit, gell? Genau. Und noch ein bisschen weiter. Oh, check it out, listen. You want to see a show up in New York? You want to get the real live, real talk? Make sure you go to the Bonica Sinfonia in the Carnegie Hall. Die Carnegie Hall. Hier wollen sie alle hin. Die großen Stars und kleinen Sternchen. Der 1890 errichtete Neorenaissance-Bau gilt als der wohl berühmteste Konzertsaal der Welt. Wer hier auftritt, genießt höchste internationale Anerkennung und Wertschätzung.
ein Traum für jeden Musiker, das in der Vita zu haben. Das ist also goldenes Pflaster, heiliger Boden sozusagen. Also ich glaube, für jeden Musiker ist es ein Erlebnis, ja. Es ist schon aufregend, hier zu spielen. Es ist eine große Verantwortung auch und toll. Also ich glaube, jeder freut sich, hier spielen zu dürfen, ja. Ja, das prickelt schon ein bisschen mehr als woanders. Also es ist immer spannend und es ist aber auch in anderen Sälen spannend. Das ist überall, wo wir hingehen, ist es spannend zu spielen. Und natürlich Carnegie Hall, es ist toll, hier zu sein, weil auch die Geschichte, die hier an dem Saal hängt und so. Aber ja, Ruhe ist immer gut vor einem Konzert. Man braucht es. Also hektisch zum Konzert kommen, das geht gar nicht. Also, man braucht die Ruhe und schön langsam anziehen. Und außerdem sieht es so schön aus. Wenn sie auf die Bühne kommt, das Licht ist großartig, das Publikum sitzt in einer Riesenrunde und das ist einfach. Naja, wir kennen das ja schon. Nein. Das war natürlich hervorragend. Wir freuen uns sehr, das Standing Ovations hier zu bekommen, weil es doch ein sehr verwöhntes Pflaster. Ich meine, hier gehen Top-Orchester der ganzen Welt ein und aus, geben sich die Klinke in die Hand und da zu bestehen, ist natürlich schon eine sehr schöne Sache. Freut uns sehr. Die Akustik ist sensationell gut. Man hört sehr viel auf der Bühne und Zusammenspiel, Musizieren geht alles wie von selber. War sehr gut. Es war eine tolle Erfahrung, super schöne Klang. Und ich habe das Glück gehabt, die zweite Teil zu hören im Saal. Und ja, das ist schon ein bisschen eine Stimmung da. Sie strahlen mich. Ja, geht mir auch so. Genau so geht's mir. Was soll ich denn anders machen, nach so einem Konzert? Ich war besonders glücklich darüber, dass es überhaupt Carnegie Hall gab auf der Tournee, weil ich diese Halle liebe. Das ist die beste in der Welt, muss ich sagen. Und das Orchester hat sich sofort gefunden darin, also in den Klang der Halle und in den eigenen Klang des Orchesters. Ich habe ganz besondere Sachen erforschen wollen, ob es das Orchester mitmacht. Ganz besondere psychische Momente, Seelenmomente. Im Adagio steht als Anweisung seelenvoll. Und das Orchester hat sofort das verstanden, sofort mitgemacht, aus einer Geste eines Fingers, einer Handbewegung, einer halben Handbewegung, sofort verstanden. So was Schönes. Ich bin total zufrieden. Eine fast ausverkaufte Carnegie Hall, ein wunderbares Publikum, die ja schon nach dem ersten Stück auf den Stühlen standen und Standing Ovations und Bravo-Rufe hinterher. Das ist toll, das ist schon ein großer, großer Traum, dass so etwas in Erfüllung geht, dass wir in dieser Stadt, in dieser Halle diesen Erfolg haben können und das als Auftakt für die Tournee, es geht ja erst los hier, ist eigentlich wunderbar. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass das Wetter wieder ein bisschen mitspielt. Denn Wetterexperten sagen für die kommenden Tage einen Blizzard für die Ostküste voraus. Bis zu 30 Zentimeter Schnee werden noch in der Nacht für New York erwartet. Trotzdem, die Verantwortlichen nehmen es gelassen. Noch. Normalerweise nicht. Ich fliege ja kein Flugzeug, also habe ich da kein Problem. Außerdem werde ich schon südlich vom Sturm sein, bevor er überhaupt hier ankommt. Also bei mir sollte alles passen. Guten Morgen zusammen. Den Grund unseres Treffens sehen Sie draußen. Es hat also tatsächlich doch nennenswert angefangen zu schneien. Die Flughafensicherung hat Luxreisen übermittelt, dass Windböen bis zu 120 Stundenkilometer über die Landebahnen fegen. Und das kombiniert mit dem Schneefall macht also jeglichen Start und Landung unmöglich. Ich glaube, das ist einzusehen. So sind auch wir betroffen jetzt. Wir sind jetzt an einer Lösung ganz konkret dran und die heißt schlicht und ergreifend Charter. Wir werden jetzt versuchen, eine Chartermaschine zu bekommen, die uns aus Newark möglichst sonst aus einem anderen Flughafen New Yorks rausbringt. Dann aber auch Gott sei Dank nicht nach Orlando, sondern direkt nach Daytona.
Luxreisen ist relativ zuversichtlich, dass das gelingt, weil einfach genug Fluggerät jetzt im Moment auf den Rollfeldern rumsteht, aufgrund der jetzigen Situation. Da wird hoffentlich eine Maschine für uns noch da sein, die uns außerplanmäßig nach Daytona bringt. Das heißt aber auch, dass eine kleine Gruppe von rund 45 Personen in ein anderes Hotel heute übersiedeln muss. Und wir sind jetzt schlicht nach Alter vorgegangen. Also die jüngeren Kollegen sind gebeten, ihre Koffer zu packen. Und Momcello, richtig, bis zu welchem Alter? Der Strahlmann, der Frau. Wir diskutieren gerade, ob wir glücklich sind, dass wir zu den Jüngeren oder, gehören, oder ob wir traurig sind, dass wir zu den Älteren gehören. Dürft ihr bleiben oder müsst ihr ich, weg? Ich bleibe. Hans muss darf weg. Bleiben. Ich muss weg. Und ja. sie muss weg. Ich packe jetzt und wir gehen zum Hilton Hotel. Und dann sehen wir, wie das Wetter entwickelt. Und dann, ich glaube, der ist bald vorbei. Ja. Wir sind leider schon so alt. Wir sind das Mittelalter. Ich hab ja gedacht, den Thomas nehmen sie als ersten. Wir kriegen auch nicht betreutes Wohnen. Das heißt, wir dürfen in unserem Zimmer bleiben. Wie sich wenig später herausstellt, werden auch die Herren die Nacht nicht in ihren Zimmern in New York verbringen. Denn das Wetter beruhigt sich. Das komplette Orchester kann mit einer Chartermaschine nach Daytona in Florida gebracht werden. Also dann machen wir es ohne Mikro. Guten Abend zusammen. Wir sind an unserem Flugzeug angekommen. Das Check-in-Prozedere wird jetzt vorbereitet. In der Kürze der Zeit wird man uns ein Terminal leider vorenthalten. Also wir müssen noch einen Moment hier warten, bis wir dann einfach mal ganz unkonventionell in diese Maschine steigen und losfliegen. Ja, wir kriegen immerhin gestreut. Immer schick, oder? Ist halt improvisiert, aber Hauptsache wir kommen hier weg. Das läuft normalerweise ab wie bei einem normalen Flugverkehr. Man geht in ein Terminal, kriegt einen Schalter zugewiesen, checkt da ein, wartet ein bisschen bei einem netten Café und steigt dann irgendwann ein. Also mit Security und Sicherheitskontrolle und allem drum und dran. Dass man mit dem Bus vom Hotel direkt vor den Flieger gefahren wird, ist recht unkonventionell. Aber es scheint ja zu funktionieren. Noch nie sowas erlebt. Schon sehr spannend. Spannend. Hoffen wir, dass das alles gut klappt. Gut, aber nachdem der freundliche Herr jetzt gerade Kunstdünger gestreut hat oder was das war. Ja, die werden schon wissen, wenn sie uns rauslassen, wird das schon okay sein, denke ich mal. Und sonst fahren wir halt wieder ins Hotel. Das ist kein Problem. Warten ist schön. Also im ersten Bus hatten wir gar keine Leibesvisitation. Also der hat uns nur eine Ansprache gehalten, hat uns gefragt, ob wir Waffen, Drogen und was man alles so nicht mitnehmen darf dabei haben. Dann haben wir gesagt, nee. Dann hat er gesagt, er vertraut uns, weil sonst kriegt er einen Riesenärger. Nach dem langen Tag einen kleinen Champagner aufs Haus. Sehr klug, das zu machen. Müde Leute kommen rein, ein Sekt dazu, steigt die Stimmung. Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Yumi. Es ist schön, weil alle Kollegen da sind und sie haben für mich gesungen und ja, es war... Ja, was Besonderes. Das war ein hartes Stück Arbeit, 24 Stunden haben wir geschwitzt und gebangt, ob wir das hinkriegen, und jetzt sind wir da. Gott sei Dank. Verdient. Vielen Dank. Ja, wir freuen uns alle sehr. Zum Wohl. Gestern sah die Welt ja noch völlig anders aus im Schneechaos von New York. Das ist jetzt schon ein ziemlicher Naturschock. Nein, aber herrlich, wunderbar. Erfrischend. Ja, aber mit Sonne, gell? Ist alles gut. 30, Faktor 30. Ganz wichtig. Aber das ist jetzt ein Traum irgendwie. Und, gell? Kann man gut aushalten jetzt.
Warum kann man das nicht so in vollen Zügen genießen? Weil, also A, brauchen wir natürlich die Zeit, um uns vorzubereiten auf jedes Konzert. Das heißt, der Freizeitfaktor ist leider nicht so hoch, wie man das gerne hätte. Dann kommt hinzu, dass wenn wir Bläser, also gerade auch Blechbläser, lange in die Sonne gehen, dann wird einfach die Haut so angegriffen. Das käme dem gleich, als wenn ein Sänger in einer rauchigen Kneipe abends fröhliche Lieder singt. Deswegen ist es natürlich wunderschön, dass wir hier mal die Möglichkeit haben zu üben und gleichzeitig den Strand sich anzuschauen. Das ist aber eine Ausnahme. Also wir haben schon in Heizungskellern geübt, in Hotels und in dergleichen, in Tiefgaragen, weil das natürlich für Gäste oftmals auch nicht zumutbar ist. Ich muss jetzt mal gucken, was mein Instrument und vor allen Dingen meine empfindlichen Mundstücke dazu sagen, die immer auf Klimawechsel reagieren und können dann manchmal ein bisschen eigen sein. Deswegen muss man sie morgens so ein bisschen, brauchen die so ein bisschen Pflege, so ihr tägliches Yoga sozusagen. Rein mental, um alles zu verarbeiten, ist Yoga an sich schon ein sehr gutes Mittel, um das alles gut in den Griff zu kriegen. Das muss dann ganz schnell von 0 auf 100 gehen. Ja. Das ist natürlich, das geht nicht spurlos an einem vorüber. Das ist mal wieder eine Tournee, wo man richtig was zu tun hat. Wo wir auch mal 4-5 Stunden im Bus sitzen, alle zusammen und quer durch Florida zuckeln. Und dann geht's zack, ab ins Hotel, schnell umziehen, ab zur Probe, ins Saalkonzert. Es ist jetzt 3 Uhr. Wir sind jetzt im Hotel in West Palm Beach angekommen, machen dort kurz Station für 2 Stunden. Um 4:45 geht es dann weiter nach Miami zum Konzert. Das sind wieder ungefähr 2 Stunden Busfahren. Das heißt, alle checken jetzt ein, soweit die Zimmer verfügbar sind. Gegenüber ist eine Shopping Mall, da gibt es Restaurants und Möglichkeiten zum Einkaufen. Das heißt, jeder schaut, dass er sich ein bisschen Verpflegung besorgt und eindeckt für den weiteren Tag. Und dann geht es jetzt, ja, wie gesagt, in knapp 2 Stunden schon wieder weiter. Strammer Tag heute. Wir haben die verschiedenen Strapazen des Reisens natürlich wegzustecken. Jetlag. Immer ein Thema, wenn man mal über 60 ist oder um die 60. Eine gefühlte nachts 3 Uhr, 5. Maler ist ein bisschen was anderes. Klar, mit 20 habe ich 3 Tage gebraucht, bis ich wieder im Zeitrhythmus war. Heute brauche ich eine Woche. Ich vergleiche das gerne, als wenn ein Hirnchirurg nach 2 Tagen irgendwie eine OP vornehmen muss in einem Jetlag und man muss sehr, sehr professionell, sehr konzentriert damit umgehen. Wir sind Leistungsmusiker, wir müssen ab bestimmten Moment 100%, wenn nicht 200 bringen. Und das natürlich macht es schwer. Es ist volle Konzentration, egal was wir vor dem Konzert erlebt haben. So, alle da. Ich finde das am faszinierendsten immer, dass jeden Abend um 8 Uhr oder um 7:30, wann immer das Konzert ist, alle auf den Punkt perfekt vorbereitet sind und ihr Bestes geben. Egal, was den Tag über passiert ist, egal, was los war. Gestern in Miami kam Maestro Eschenbach hinterher zu unseren Musikern und sagte, er war sehr berührt, wie sehr sie seine Energie aufgenommen haben, auf ihn reagiert haben. Er sagte, diese Tournee ist etwas ganz Besonderes für mich. Ein schöneres Kompliment kann man ja nicht bekommen von einem Dirigenten. Ich bin sehr, sehr glücklich über diese Tournee. Ich bin sehr glücklich, wie das Orchester sich jeden Abend hineinbegibt in diese Welten, verschiedenen Welten der Musik, die sie spielen, und sie meistern das hervorragend. Das ist eben auch genau wie bei mir, deshalb identifiziere ich mich so fabelhaft mit dem Orchester, genau wie bei mir. Wir werfen uns in die Materie dieser Musik, in die Welt dieser Musik, in die Seele dieser Musik, und das tun die alle, ganze Orchester, alle Musiker tun das mit mir. The orchestra, yes, amazing. Yeah, they are amazing and I really feel that. Das Orchester ist wirklich unglaublich. Vor allem die Verbindung zwischen dem Dirigenten Eschenbach und den Musikern. Er schafft es wirklich, das Beste aus ihnen rauszuholen und bringt das gewisse Extra mit. Ich finde interessant, dass man doch hört, dass dieses Orchester einen sehr spezifischen Klang nach wie vor hat. Was sich besonders eben bei Mahler manifestiert, das kann man durchaus ganz platt sagen, das klingt einfach eben noch böhmisch, wie die spielen.
schön. Und das finde ich sehr schön, weil sich das von so einem gewissen glatt gebügelten Sound, den viele große Orchester heute pflegen, unterscheidet. Es ist ein Klang, der weich ist. Es ist ein Orchester, das auch was riskiert, das quasi nicht nur auf Sicherheit spielt, das sich durchaus auch fordern lässt, das sehr präsent ist und das auch sehr gut mit den Hallen korrespondiert, in denen es auftritt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie in der Lage sind, sich eben darauf einzustellen, ob sie jetzt nun auf einer größeren Podiumsfläche spielen und viel stärker aufeinander hören müssen, als wenn sie sehr eng und kompakt miteinander sitzen, wie beispielsweise in dem State Theater in New Brunswick. Und man hört auch, wie sie dann doch nochmal ihre ganzen Reserven und Energien zusammennehmen, wenn sie eben zum ersten Mal seit 83 in der Carnegie Hall auftreten, weil das doch so ein bisschen der Lackmustest für alle ist. Und ich finde, den haben sie wirklich mit Bravour bestanden. Es ist diese anmutende Leichtigkeit, die trotz aller Mühen und Anstrengungen im Hintergrund auf das Publikum übergeht. Die wohl höchste Kunst, die ein Orchester zu einem Weltorchester macht, das die Besten der Besten vereint, um Herausragendes zu leisten. Dann passiert eben das Wunder, dass etwas zündet. Wie eine Silvesterrakete eigentlich. So. Und das kommt dann rüber und wird aufgenommen vom Publikum und auch zurückgeworfen. Das ist der Dank dafür, dass man sich da angestrengt hat. Man strengt sich ja wirklich jeden Abend erneut an und versucht, über die Grenzen hinauszugehen. Also auf so einer Reise gibt's keine Reserve. Sing with me. Yeah, baby, I like it like that, I like it. Das Teamgefühl bei den Bamberger Symphonikern ist sensationell gut. Also so eine Art Zuhause, würde ich mal sagen. Man wird sofort irgendwie integriert und auch wenn man noch keinen Ton gespielt hat. Und für mich ist Orchesterspielen mein absoluter Traumjob. Ich finde es einfach toll. Ich habe wirklich mein Hobby zum Beruf gemacht. Sich von so einem Leben dann zu verabschieden, ist nicht einfach. Musik ist, glaube ich, für uns alle hier vor und hinter der Bühne Lebensinhalt, ohne dass wir diese Welt als sinnlos erachten. So pathetisch das auch klingt, aber wir arbeiten alle sehr hart für diese Momente, für diese Abende, diese Konzerte, dafür, dass hier 2000 Menschen im Saal sitzen und anders nach Hause gehen, als sie gekommen sind. Dass sie verwandelt sind, dass sie irgendwas mitnehmen, was sie in diesem Konzert berührt und weitertragen. Ich wünsche jedem Mensch, diese Gefühle zu erleben. Es macht Leben reicher. Menschen macht es menschlicher. Das ist der Ausdruck, den es in keiner anderen Sprache gibt. Und eine Form der Kommunikation, die global ist und weltweit ist und die mit jedem Menschen funktioniert. Egal aus welchem Land, wir haben selbst im Orchester so viele Nationen. Und das ist in Zeiten wie diesen vielleicht das Wichtigste. Ja, die Musik ist eine magische Gewalt.